Ja, ich bin ein Fan von AAA-Games. Ich geb's zu, ich spiel gerne meine Uncharted und Tomb Raiders und Call of Duties, einfach weil ich auf geile Grafik stehe. Aber zwischendurch kann ein nettes kleines Indie-Game auch sein, vor allem wenn es irgendwie ein cooles, interessantes, innovatives Konzept bietet und natürlich auch in irgendeiner seltenen, besonderen Sonderedition daherkommt. Und da kommt einem dann Limited Run Games wie gerufen, die beispielsweise von dem Spiel Runner 2 oder, um den Titel richtig zu sagen, BitTrip Presents Runner 2 Future Legend of Rhythm Alien, einen physischen Release anbietet. Das ist nämlich ein Spiel, das gibt es eigentlich nur im PSN Store zum Download und exklusiv bei Limited Run Games eben als typische PS Vita Cartridge. Was ich an dieser Sache relativ cool finde, ist mir ganz ehrlich der Titel Future Legend of Rhythm Alien. Das war's, weswegen ich das Teil unbedingt haben musste. Erinnert mich ein kleines bisschen an den Filmklassiker Voyage of the Rock Aliens. Auf jeden Fall wieder mal wie von Limited Run gewohnt, ein relativ simpel gestaltetes Backcover, aber mir persönlich gefällt einfach dieses gezeichnete Frontcover-Artwork ziemlich gut. Ich glaube, exklusiv bei der PlayStation Experience oder irgendwo sonst gab es sogar noch eine alternative Cover-Version von Runner 2. Die wollte ich aber auf keinen Fall haben. Das war dieses weiße Cover, das mir persönlich einfach überhaupt nicht gefallen hat. Nachdem Limited Run Games immer wieder eine Firma ist, die wahnsinnig viele Sachen rausbringt, und vor allem generell durchnummeriert, aber eben auch PS4 und PS Vita mischt. Also quasi die Nummer 43 ist Runner 2 für die Vita, die Nummer 44 ist Runner 2 für die PS4. Deswegen habe ich sowieso hier nicht den Anspruch, das Ganze irgendwie vollständig zu sammeln und picke mir immer wieder die Spiele raus von ihnen, die ich wirklich haben möchte, wo ich entweder leichte Trophäen kriege, wie bei Oxenfree, oder wo ich die Spiele einfach haben will, beziehungsweise mich die Artworks ansprechen. Glücklicherweise muss ich nicht alles haben. Wenn ich mir ein Spiel kaufe, dann allerdings in der richtigen Version, und so habe ich auch bei Runner 2 bei der Version zugeschlagen, wo nicht nur das Spiel eigentlich drinnen ist, sondern auch noch eine Soundtrack-CD, die meines Erachtens nach eigentlich relativ cool aufgemacht ist und eben nicht nur das coole Frontcover hat, sondern auch ein relativ genial gemachtes Backcover. Dafür innen ziemlich einfach aufgemacht, wieder mal mit dem typischen Coverbild, dafür hier mit einem Limited Run Logo drinnen. Und was man ebenfalls noch gratis dazu bekommt, ist ein Limited Run Sticker. Den kann ich hier drinnen recht gut aufheben. Und was sie außerdem immer wieder hergeben, ist ein Coupon für irgendeinen Loyalty Reward, was ich im Endeffekt ziemlich cool finde. Kann man sich hier aufheben. Taugt man im Endeffekt.